Ich konnte nicht Karussell fahren mit meinem Kind. Ich konnte nicht schaukeln gehen mit meinem Kind zusammen auf der Schaukel. Ich habe mir überlegt, auf welchen Stuhl ich mich setze. Ich bin nicht gerne einkaufen gegangen im Geschäft, weil die Klamotten nicht gepasst haben. Ich bin nicht gerne ins Schwimmbad gegangen mit meinem Sohn. Ich habe auf der Bank gesessen. Ich war die Mutter im Abseits. Ich habe Übergewicht, seitdem ich 19 bin. Ich habe mehrere Diäten gemacht, alles, was man so kennt. Mit Kalorien zählen, mit Punkte zählen, ausschließlich Eiweiß zu mir nehmen. Es hat auch immer geklappt, mal 20, mal 25 Kilo, aber ich habe am Ende alles wieder zugenommen und noch was obendrauf. Adipositas ist eine Erkrankung, bei der einfach die Bilanz zwischen Ein- und Ausfuhr am Ende nicht stimmt. Das führt dazu, dass der Körper jede Menge Fett anbaut und das gerät halt irgendwann außer Kontrolle. Irgendwann habe ich mich auf 147 Kilo befunden. Bin dann ins Adipositas-Zentrum gegangen, habe mir dort einen Termin geholt und habe dann beschlossen, ich brauche Hilfe. Frau Karz ist von uns ausführlich beraten worden und dann hat sie sich entschieden, ein zunächst 6-monatiges Programm zu starten. Wir nennen das das multimodale Programm. Das besteht aus Ernährungstherapie, Bewegungstherapie und einer psychologischen Beratung. Und das Ziel dieser Maßnahme ist eine Gewichtsreduktion um 20%. Das hätte bedeutet für sie, knapp 30 Kilo abzunehmen. Das hat sie nicht geschafft. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wir die Omega-Loop-Operation bei ihr gemacht haben. Das beinhaltet, dass wir den Magen an dieser Stelle hier oben verkleinern. Wir machen einen kleinen sogenannten Schlauchmagen und schließen dann in 1,70 Meter Entfernung vom Beginn des Dünndarms an, nehmen den Dünndarm und schließen ihn sozusagen an den Magen an und verschaffen eine Kurzschlussverbindung, eine Bypassverbindung zwischen Magen und Dünndarm in der Stelle von 1,70 Meter, sodass die ersten 1,70 Meter gar nicht mehr angefahren werden von der Nahrung und auch entsprechend die Fette und die Inhaltsstoffe aus dieser Nahrung nicht mehr aufgenommen werden können. Und das führt zu dieser erheblichen, robusten Gewichtsabnahme, die man mit diesem Verfahren erzielen kann. Ich habe zu Anfang gehabt, das Ziel 100 zu erreichen. Das habe ich geschafft. Dann war das nächste Ziel, 88 Kilo zu erreichen. Das habe ich auch geschafft. Mein nächstes Ziel sind 77 Kilo. Als Chirurg muss ich sagen, macht mir das auch wahnsinnig viel Spaß, weil es einfach eine Chirurgie ist, die wirklich, wirklich die Menschen glücklich macht. Die haben ein wirkliches Problem, wenn sie kommen und man kann ihnen das nehmen, man kann ihnen da wirklich helfen. Ich fühle mich freier, lebendiger und beweglicher. Das ist mein zweites neues Leben.